Hallo, mein Name ist Christopher Dietz. Ich bin Ihr Trainer für den Online-Kurs Kennzahlen im Controlling. Wenn vom Management die Anforderung kommt, dass ein Kennzahlencockpit erstellt werden soll, stellt sich für uns Controller oft die Frage, welche Kennzahlen hier explizit mit aufgenommen werden sollen. Zum einen benötigen Sie die Kennzahlen für die aktive Steuerung, zum anderen benötigen Sie Ergebniskennzahlen. Nicht selten entstehen hierbei die sogenannten Zahlenfriedhöfe. Kein Manager möchte einen Report haben, den er nur auf DIN A3 ausdrucken kann, wo die Schriftgröße aller Wahrscheinlichkeit nur die Schriftgröße 7 enthält. In diesem Online-Kurs werden Sie einmal lernen, wie wir Kennzahlen dokumentieren und wie sie auch priorisiert werden. Im ersten Abschnitt erhalten Sie eine Videolektion. Im zweiten Teil hören Sie eine Audiodatei oder lesen einen Fachartikel zur Vertiefung. Der dritte Abschnitt ist dann eine sogenannte Übungsaufgabe, wo Sie das Erlernte dann selber in der Praxis einmal anwenden können.